Haha, wie Heilwolle. Heilwolle ist Rohwolle, die nur grob gewaschen und gebürstet ist. Also eigentlich so, dass die allergröbsten Schmutzpartikel entfernt sind, aber trotzdem bleiben immer noch Reste. Das kannst du hier zum Beispiel sehen. Hier ist noch so ein kleines Gräslein damit drin. Das Wichtige ist nämlich, dass das Lanolin, das Wollfett, auf der Wolle eben erhalten bleibt. Denn Heilwolle, die kannst du jetzt für ganz viele Sachen verwenden. Zum Beispiel bei einem geröteten Babypopo, da zupfst du dir einfach nur ein bisschen Heilwolle ab. Also nicht ziehen, weil dann kriegst du das so schlecht ab. Also einfach nur leicht zupfen, so eine ganz kleine, dünne Lage. So, und das kannst du jetzt auf den geröteten Popo legen. Also direkt auf die Haut. Und wenn das dann nur ein bisschen Pipi draufgekommen ist, dann kannst du es beim nächsten Windelwechsel dann trocknen lassen, nochmal verwenden. Wenn es verschmutzt ist, dann musst du es wegschmeißen. Die Heilwolle, die hat einfach die Eigenschaft durch dieses Lanolin und dadurch, dass sie eben schön wärmt und auch die noch Feuchtigkeit aufnimmt, dass sie die Wundheilung fördert. Und du kannst sie natürlich nicht nur bei einem Babypopo, bei einem roten verwenden. Ganz viele Mütter verwenden die Heilwolle auch während der Stillzeit, wenn die Brustwarzen so richtig, gerade am Anfang, wenn die ritzig und rot sind. Das hilft enorm weiter. Das macht auch eine schön gleichmäßige Wärme. Ja, wenn du die dann so in dein Still-BH packst, die Heilwolle, eine gleichmäßige Wärme. Und das Lanolin, das fettet dann eben auch noch die Haut. Ist ganz wunderbar. Und noch ein anderer Trick, den hatte ich auch bei unserer Tochter angewendet. Die hatte öfter Probleme mit den Ohren, die bekam Paukenröhrchen. Und wenn man dann eben am Meer ist oder am Wasser halt ist, dann sollen die auch, dann soll ja kein Wasser reinkommen in diese Röhrchen. Also habe ich die Heilwolle genommen, geknüttelt und ich habe dann noch ein bisschen Wollfett dran gemacht und hab ihr das ins Ohr hineingesteckt. Und das hatte einmal den Vorteil, dass eben das Wasser nicht reinkam. Man kann ja auch für teuer Geld so spezielle Kügelchen dann eben kaufen für die Kinder. Aber andererseits machen das sowieso ganz viele Leute, dass sie sich so ein bisschen Heilwolle ins Ohr stecken gegen den starken Wind. Oder eben bei Ohrenschmerzen. Bei Ohrenschmerzen hilft das auch schon mal sehr oft, vor allem wenn die Ohrenschmerzen gerade so am Anfang sind. Also Heilwolle ist ein ganz toller Helfer. So eine 50-Gramm-Packung reicht meistens ziemlich lange aus.